Rivalitäten zu gewinnen ist ein guter Weg, den Respekt deines Teams und der Rennstelle zu gewinnen. So können wir bessere Verträge aushandeln. Dein erster Rivale ist immer dein Team. Dein erster Rivale ist immer dein Team. Dein erster Rivale ist Kollege. Aber du kannst dich frei entscheiden, wen du zum Rivalen erklären willst. Je stärker der Rivale, desto mehr Respekt kannst du gewinnen. Oder verlieren. Das erste Rennen der Saison ist immer etwas schwierig für uns auf der Strecke, aber auch für das Team in der Werkstatt, da das Auto nach dem Wintertest zum ersten Mal gefahren wird. Je konstanter dein Spritverbrauch ist, desto mehr hilft uns das weiter. Während deiner Formel-1-Karriere kannst du... Okay, dein Ziel ist es, möglichst viele Kurventore so schnell und präzise wie möglich zu durchfahren. Vergiss nicht, in der DRS-Zone dein DRS zu aktivieren. DRS-Zone in Kürze. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Bei den folgenden Kurven scheinst du noch ein paar Probleme zu haben. Kurve 3, Kurve 4, Kurve 15, Kurve 16. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Bei diesem Versuch nicht wirklich. Das ist eine Qualifying-Simulation. Wir haben die Zeiten unserer direkten Konkurrenten abgeschätzt. Diese gilt es also zu schlagen. die Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Programm abgeschlossen. Programm abgeschlossen. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1:33,9. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Leclerc, der Kapitän und Kevin Magnussen. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Nach viel harter Arbeit ist es heute Zeit für Ihr Debüt in der Formel 1. Sie sind sicher außer sich vor Freude. Also, wie kommen Sie mit Ihrem Team zurecht? Fügen Sie sich gut ein? Was erwarten Sie von dieser Saison? Wollen Sie sich erst einmal in der Formel 1 zurechtfinden oder verfolgen Sie bereits ein anspruchsvolleres Ziel? Danke für den Kommentar. Lagebericht. Wir haben ein Leck im hydraulischen System. Es könnte also ein paar Minuten dauern, bevor du wieder auf die Strecke kannst. Zeit rausholen. Kurve 3, Kurve 4, Kurve 15, Kurve 16. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 39,8. Auf jeden Fall noch schneller fahren. Kurve 1, Kurve 3, Kurve 4. Haben wir noch Verbesserungsbedarf. Kurve 1, Kurve 3, Kurve 4. haben unsere Programmziele nicht erreicht. Kommt zurück und sieht ihr... Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei Bestplatzierten. Bottas, Verstappen und Devin Butler. Das war... Zuerst mal meinen Glückwunsch. Das muss sehr aufregend sein. Denken Sie, dass Sie Ihre Zuverlässigkeitsprobleme bis zum Qualifying in den Griff bekommen? Sie sind ein paar Mal an der Mauer entlang geschrammt. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Testen Sie neue Komponenten? Klasse, das war dann alles. Wir beginnen jeden Moment mit der heutigen Qualifying-Session hier in Melbourne beim Grand Prix von Australien. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. ist ein bisschen enttäuschend, aber im Rennen haben wir immer noch die Chance, etwas zu holen. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen... Ich erwartete natürlich eine bessere Session, aber so etwas passiert wohl mal. Im Rennen kannst du es wieder gut machen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung... Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist, also lass mich heute nicht hängen. Etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber gehe es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Nicht beim Überholen. Das war zu riskant. Du hättest eine Strafe kassieren können. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,0 Sekunden. Achtung, Achtung! Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Okay, alles klar. Dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Momentan sind Abnutzungserscheinungen an deinen Reifen noch kein Thema. Solltest noch eine Weile guten Grip haben. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,2 Sekunden. Grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,2 Sekunden. Box, wir kommen diese Runde rein. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt, sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. An die Box und denk an das Tempolimit. Bei einer Überschreitung erhalten wir eine Strafe. Denk daran, während du dich näherst. Ein paar Informationen zu Hamilton. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Los! Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstops mehr geplant. Lando kommt an die Box. Lando an der Box. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,2 Sekunden. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um etwa 1 Sekunde pro Runde. Ein paar Informationen zu Ray können. Es scheint, sie haben ein Problem. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 10,4 Sekunden. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. der Abstand zum Teamkollegen beträgt 9,4 Sekunden. Er wird wieder schneller. Darum glaube ich, dass sie das Problem lösen konnten. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Top-Leistung, mein Freund. Wirklich beeindruckend. Am Anfang des Wochenendes war ich noch ein wenig besorgt, aber du hast es geschafft. Danke sehr. Das war's mit einem weiteren Grand Prix und einem fantastischen Sieg für Mercedes. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Nach der heutigen Leistung sichert sich Valtteri Bottas die Führung in der Meisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Für mich ist das heute der Kapitän. Er hat ein äußerst feines Gespür in unmittelbarer Nähe anderer Autos gezeigt, aber auch eine Menge Reife und Geduld in schwierigen Situationen. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Danke für den Kommentar. Gute Arbeit, genau darauf habe ich gehofft. Mach nur weiter so. Sieht aus, als wäre einer deiner Rivalen auch zu einem historischen Event eingeladen. Das könnte eine gute Chance sein, eure Rivalität für die Presse hochzuspielen und deinen Ruf zu fördern. Du bist nicht der einzige Fahrer, der von der Presse verfolgt wird. E-Mails, wie ich dir gerade eine geschickt habe, geben dir einen Einblick, wie deine ehemaligen Formel-2-Rivalen mit der Presse umgehen. Das heutige Klassiker-Einladungsrennen hat zwar keine direkten Auswirkungen auf die Formel-1-Meisterschaft, aber bei dem Ruf, den die Fahrer zu verteidigen und vielleicht sogar zu verlieren haben, ist ganz klar, dass sie unbedingt zeigen wollen, was sie können. Trainingssessions sind unerlässlich für die fortlaufende Entwicklung des Wagens. Aber wenn es nötig ist, kannst du die Session auch simulieren. Es ist nicht so effektiv, wie selbst hinter dem Steuer zu sitzen, aber besser als die gesamte Session zu verpassen. Ich habe mit Chris über die neuen Teile gesprochen und wir sind froh, dass sie sich gut einbauen ließen. Wenn wir Glück haben, machen sich die Verbesserungen bemerkbar, also probieren wir es mal aus. Gute Arbeit. Du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Versuchen wir jetzt, jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Das sind annehmbare Daten, allerdings weit entfernt vom Optimalzustand. Könnte sich auszeichnen. Wir kommen nicht an unsere Zielzeiten heran. Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also kommt zurück in die Garage. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1:38,1. Wenn du während eines Boxenstopps etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. Aktiviere das System durch Drücken und Halten der Funktaste. Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auf der Multifunktionsanzeige auswählen. Während das Funkgerät aktiv ist, kannst du mit der MFA-Taste durch die Befehlsgruppen schalten. Wir sind Fünfter auf dem Temporadar. 318,7 Kilometer pro Stunde. Mit der neuen Startzeit sind die Temperaturen jetzt vielleicht niedriger als früher, aber wir sind immer noch in der Wüste. Der Grip wird nicht konstant sein bei dem Sand, der auf die Streckenoberfläche geweht wird, und dein Kühlsystem wird etwas verstopfen. Achte vor allem auf die Bremsen, die sind zuerst betroffen. Bei diesem Test geht es vor allem um Reifenmanagement. Versuche das Ausbrechen in jeder Kurve zu kontrollieren und sei besonders beim Beschleunigen am Kurvenscheitelpunkt vorsichtig. Das Tempo. Unsere Reifendaten sind nutzlos, wenn wir keine repräsentative Geschwindigkeit haben. Wenn wir unser Delta nicht in den grünen Bereich kriegen, müssen wir das Programm wiederholen. letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Bei diesem Versuch nicht wirklich die... Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 37,7. Wir sind Dritter auf dem Temporadar. 319,8 Kilometer pro Stunde. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Der Kapitän, Bottas und Lewis Hamilton. Klasse, du bist auf der Pole Position. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Der Kapitän, Vettel und Valtteri Bottas. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Vergiss nicht, auf der Strecke bis Kurve 1 innen zu verteidigen. Mach dich so breit wie möglich. Fahr robust, aber fair. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Wir haben die Startphase erledigt. Jetzt lass uns darauf aufbauen. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Würdest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? sonst im Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Okay, wir denken, dass sich die Abnutzung der Reifen allmählich bemerkbar machen wird. Für den Moment ist noch alles in Ordnung, aber du wirst sehen, dass die Haftung nachlässt. Wir stehen parat, kommt diese Runde rein. Los, fahr jetzt! Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Sanfter mit dem Wagen um. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Lando kommt in die Boxen. Flagge. Eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Lando ist aus dem Rennen. Kommen wir mit dem Benzin noch raus. 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Bleib an ihm dran, vielleicht macht er einen Fehler. Den Platz können wir uns noch zurückholen. Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Gut gemacht. Tolles Finish. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg ein. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg? Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Es gibt definitiv mehrere Kandidaten, aber ich denke, dass George Russell auf jeden Fall... Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Das war ein gutes Rennen für Lucas. Sind Sie erfreut, dass er so gut ist? Sie stehen jetzt in der Meisterschaft vor Ihrem alten Formel-2-Rivalen. Das fühlt sich gut an, oder? Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? Klasse, das war dann alles. Ein tolles Ergebnis, du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Willkommen in China beim Shanghai International Circuit, und was für eine Strecke ist das? Lange, sehr anspruchsvolle Geraden, vereint mit technisch extrem schwierigen Kurven. Was für die Zuschauer extrem interessant ist, ist für die Fahrer manchmal das nackte Grauen. Also dann, Stefan Römer, wir hatten ja aufgrund der momentanen Regelung mit den 3 verschiedenen Reifenmischungen in den letzten Jahren einige sehr strategische Rennen. Die Reifen wurden ja immer im freien Training ausgewählt, und das war dann natürlich auch der Grundstein für diese Strategien. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Programm abgeschlossen. Programm abgeschlossen. Wir können mit den... Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1:44,5. Wir sind Zehnter auf dem Temporadar. 314,1 Kilometer pro Stunde.